Sie führen ein Projekt und dieser eine Kollege blockt ständig. Dranbleiben, das ist die Episode für Sie. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, im offiziellen Podcast der Leadership Stars Community, wie immer mit mir, Olaf Kapinski. Auf die heutige Episode freue ich mich ganz besonders, aus gleich mehreren Gründen. Und zwar zum einen passiert die hier gerade live und in Farbe im Videostudio. Ich habe es noch nicht groß announced, also hin und wieder mal schicke ich es an die Liste, an die E-Mail-Liste oder an, ich publiziere das auf Twitch, nein, auf Twitch, Quatsch, auf LinkedIn, dass ich jetzt mal Streaming ausprobiere. So, Streaming, was das ist, beschreibe ich hier jetzt nicht im großen Stil, aber die Episode mache ich jetzt hier gerade live und in Farbe vor der Kamera. Wenn Sie das interessiert, leben-führen.de/streaming oder Sie folgen mir auf LinkedIn, da erzähle ich es dann auch immer. Freitags um 12. Wir haben jetzt September und ich denke, das werde ich September und Oktober 2020 machen und danach schauen wir mal, was passiert. So, die heutige Episode ist quasi ein Live-Praxisbeispiel aus der 291, wo ich behauptet habe, also die von vor 4 Wochen, Politik und Unternehmen gibt es gar nicht. Und eine Anwendung der 293, das PRINCE2-Framework, also wie bringe ich Projekte durch die Tür. Und zwar ist es eine Zuschrift, die ich auf der Audiospur bekommen habe, also ich krieg öfter mal, also hat sich ja schon ein paar Mal beschrieben, dass ich gerne mal Fragen bekomme und die dann irgendwie beim durch die Gegend laufen, die gerne mal beantworte. Und jetzt kam die Antwort zurück, auch als Audio. Und da bin ich ganz dankbar für. Habe ich dann auch gefragt, ob ich die benutzen darf. Und die nehme ich jetzt heute mal auseinander, den einen Teil dieser Zuschrift, weil sie eben genau in diese beiden Episoden passt. Ganz kurzes Framing drumherum. Der Hörer ist Projektleiter für ein ERP-Projekt. Ja, das Beispiel hatten Sie in den letzten 2 Episoden schon gehört. Und der hadert damit, dass sein ERP-Projekt nicht vom Fleck kommt. Und jetzt kriegen wir ein paar Insights, an wem es denn zu liegen scheint und wo denn die Verzweiflung herkommt. Wir machen das so, dass ich Ihnen die Audiospur gebe und danach dann so ein bisschen meine Meinung und meine Auslassung dazu. Und ganz am Ende fasse ich das Ganze nochmal zusammen, so ungefähr. Ja? Also ist ein Projektleiter, der auf einem ERP-Projekt sitzt und der sagt, das ERP-Projekt kommt irgendwie nicht so richtig nach vorne. Ja, und damit fangen wir jetzt mal an. Wir haben noch so, einen zentralen Punkt, einen riesigen Chaoshaufen, wo wir nicht weiterkommen. Und zwar haben wir das ist ein externer Mitarbeiter, der als Interimsfertigungsleiter engagiert ist. Dieser Interimsfertigungsleiter, ich habe viele Leute jetzt gefragt, was möchte der erreichen, was ist sein Ziel, und das kann mir keiner sagen. Das können mir nicht die Leute in der Fertigung sagen, das können mir nicht die Leute sagen, die mit ihm an anderer Stelle zusammenarbeiten. Und hier kann ich es ja schon kaum halten. Die Mitarbeiter wissen nicht, was das Ziel von der Führungskraft ist. Ehrlich, das habe ich ja nie gehört. Das ist eins der zentralen Probleme von Führung, dass Führung glaubt, irgendein Ziel zu haben. Die meisten kriegen es ja schon nicht artikuliert. Und dass die Mitarbeiter schlicht nicht wissen, wo wir hinwollen. So, wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wo wir hinwollen, wie sollen die denn dann richtig arbeiten, ihr Lieben? Das ist das zentrale Thema von allem, von allem, von allem. Führung fängt beim Zielesetzen an. So, los, weiter. Er sagt, sein Ziel ist es, das System, so wie es jetzt ist, abzubilden, um allem Leute möglichst mitzunehmen. Allerdings ist seine Abteilung, ist die Abteilung, wo wirklich einfach gar nichts passiert. Die Absprachen, die getroffen werden, werden dann nicht eingehalten. Die anderen, die ihre Prozesse darauf ausrichten und ihr Tun darauf ausrichten, die letztendlich wir unsere Dokumente vom ERP-Haus anpassen lassen auf diese Absprachen, die laufen halt schlichtweg ins Leere. Und das, der hat
Viele Leute sagen das, ohne dass ich das, dass ich da meine Vermutung selbst ausgesprochen habe oder mein Gefühl. Der verfolgt eine eigene Agenda. Der hat irgendeine Agenda. Der ist sehr eng mit dem Geschäftsführer, mit dem Chef. Was die miteinander haben, woher die sich überhaupt kennen und warum die gefühlt Blutsbrüder sind, kann ich nicht sagen. Aber also eine Entscheidung, die der trifft, kann wirklich von niemand anderem umgestoßen werden. Am liebsten hätte ich jetzt hier so eine Fliegersirene reingetan, so ein Alarmding. Weil das ist eine der karriereentscheidendsten Informationen in der ganzen Aufnahme. Da ist der externe Produktionsleiter und der ist vom Chef persönlich engagiert worden. Das ist nicht irgendwie so ein Hoshi vom Sklavenmarkt, den irgendwie so ein anonymes HR irgendwas eingekauft hat. Nein, 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 das ist ein Buddy vom Boss. Woher die sich kennen, spielt überhaupt keine Rolle. Also unterstell mal das Böseste. Also meine Unterstellung in der Antwort war, die sind Nachbarn und die kennen sich vom Grillen. Und der Chef hat irgendwie nach dem dritten Bier losgeheult, wie scheiße seine Produktion läuft und dass irgendwer weg ist und mi und das alles ganz furchtbar ist. Und der Typ hat sich gesagt, du, weißt du was, das ist so eigentlich das, was ich den ganzen Tag mache. Und dann sind die sich einig geworden. War das so? Das ist völlig nebensächlich. Geh mal vom Schlimmsten aus. Wenn der externe Produktionsleiter ein Kumpel vom Chef ist, dann ist alles, was man dem antut, quasi auch eine Aktion oder eine Tat gegenüber dem eigenen Boss. Und das ist, da jetzt heißt es echt vorsichtig sein. Wenn der Typ jetzt im Bremserhäuschen steht, dann ist da mit ganz, ganz, ganz großer Vorsicht dran zu gehen. Also da kann man jetzt nicht mehr beigehen und dem irgendwie den so in irgendwelchen Meetings vor versammelter Mannschaft ordentlich vorführen und so die ganzen rhetorischen Tricks ausgraben und dem so richtig mit dem Ellenbogen eine reinditschen. Nein, ganz schlechte Idee. Weil die sitzen Freitagabend wieder beim Grill und haben wieder beide ein Bier im Kopf. Also, den mag ich noch mal mit Edding highlighten oder mit Textmarker highlighten in der Aufzeichnung. Ein Externer, der Kumpel vom Chef ist, ist super, super, super dünnes Eis. Ja? Also nicht unterschätzen, niemals unterschätzen. So, jetzt machen wir weiter, weil jetzt kommen wir nämlich gleich an seine These zum Ziel dieses Interimsfertigungsleiters. Das geht sogar so weit, dass wir ihm einen Prozess gezeigt haben und dann guckt er da drauf und da könnte dies passieren, da habe ich die Bedenken, da sind wir da in diese Bedenken eingestiegen. Dann sagt er ja, also so wie sie es gelöst haben, total super, da kann ja nichts passieren. Und dann grinst er einen mit einem freundlichen Fick dich an und geht weg und sagt, wir machen es aber trotzdem so, wie ich sage. Und damit kommt er bei der Geschäftsführung durch, über alle anderen Interessen hinweg. Also nicht nur unsere, sondern also vom ERP-System, sondern von Quod erat Demonstranten, was zu beweisen war. Los, weiter. Ja, dieses Chaos da drin, das macht uns im dem Projektteam wirklich massive Bauchschmerzen. Ja, da finden, also wir finden da nicht irgendwo nicht wirklich einen weiteren Ansatzpunkt. Der beharrt da auf seiner Position und lässt es, das ist wirklich so die Frage, ist das wirklich so einfach? Will er einfach, dass das ERP-System jetzt noch nicht läuft, damit er selber dann noch seinen Posten behält als Interimsfertigungsleiter. So, jetzt schwenken wir mal so langsam auf das Ziel ein. Die Frage ist genau die richtige. Was ist sein Ziel? Ich hatte es in der 291 beschrieben. Es gibt keine Politik und Politik wird immer gerne dafür genutzt, der andere ist halt doof, da kann man dann eben nichts machen. Was nichts weiter tut, als die Heulsuse aus der Pflicht der Aktion rauszunehmen. Wenn ich mir eingestehe, dass der andere ein normaler Mensch ist und dieser Fertigungsleiter wird als sehr smarte Person beschrieben. Klar, sonst hätte der Chef den nicht eingestellt. Der Chef stellt keine Vollidioten ein, sie arbeiten da ja auch, nicht? So, wenn wir das uns mal eingestehen, dann ist nicht die Frage, wie doof der ist, sondern ist die Frage, was will der erreichen? Und hier war gerade so ein Ziel, das würde ich sagen, das schwenkt so langsam auf die Umlaufbahn ein, ist mir aber zu platt. Der will nicht die Produktion nicht anfassen, damit sein Job länger gesichert ist. Weil in so einer
in so einer Region, wo wir mit externen Projektleitern unterwegs sind. Also zum einen guckt man bei den Kosten sehr ordentlich drauf und der Chef wird das mitkriegen. Zum anderen, wir unterstellen, die beiden kennen sich, das heißt, der wird seinen Buddy nicht beschuppen. Und zum dritten ist es einfach, also meine These ist, der verdient so viel Geld im Monat. Und ich habe jetzt gerade, lass mich mal eine Schätzung machen, na, unter 20.000 als Externer wird der nicht nach Hause gehen pro Monat. Da kommt es eben auf einen Monat nicht mehr an. Ja? Also die These glaube ich nicht, aber was ich mag, ist die Überlegung, warum der andere so handelt. Das ist super, super, super wichtig, weil uns das endlich wieder aus der Heulsusen-Ecke rausbringt und uns in die Position bringt, dass wir, wenn wir verstanden haben oder wenn wir zumindest eine These aufgestellt haben, was den anderen antreibt, dann habe ich auf einmal, sehe ich wieder Knöpfe und kann auf Knöpfen rumdrücken und kann mal rumspielen. So, und jetzt geht's weiter, er schwenkt gleich auf ein weiteres Ziel ein und dann gebe ich da mal meine komplette Sicht drauf. Ist das wirklich so einfach? Weiß ich nicht. Hat er ein anderes Wertesystem, dass er wirklich da auf seinen Fortbestand bei uns hinarbeitet? Ich habe diese Frage, nein, sowas macht doch keiner, immer beantwortet. Nach deiner Episode bin ich da nicht mehr so, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Das wäre auf jeden Fall eine schlüssige Erklärung, ja. Aber das ist nicht, ich hadere mit dem Gedanken, dass es wirklich so einfach ist. Ich habe einfach gesagt, nicht trivial. Haha, hundertprozentig. Ja, okay, und ja, möglicher Hebel, mögliche Lösung, wie wir uns da jetzt überlegt haben, diese Hidden Agenda, die er da verfolgt, wir möchten erstmal uns nochmal wirklich ein Ziel vom Chef, von der Geschäftsführung abholen. Hier der Link zu dem verschobenen Warum. Wollen wir das machen, wenn wir es bis jetzt nicht bekommen haben, weil das die Lösung für oder eine hoffentlich mögliche Lösung für unser vermeintlich größtes Problem ist, dass wir die Fertigung, dass da in der Fertigung einfach nichts passiert, ist, dass, ja, wir wollen eine Lösung dafür herbeiführen, dass das da auch läuft und möchten uns gerne das Okay dafür von der Geschäftsführung abholen, eben über ein Ziel. Wir wollen das ERP-System bis, weiß ich nicht, in den und den Abteilungen ausrollen und zwar unter den und den Bedingungen. Wäre ja ein klares Ziel. Damit bekämen wir mal einen Griff an dieses Fähnchen im Winde, an diesen sich windenden Menschen oder. So, das war erstmal der O-Ton. So, und jetzt ich habe Angst gekriegt bei dem, wir gehen dann nochmal zum Chef und holen uns ein Ziel. Du kannst kein Projekt starten, wenn du das Ziel nicht hast. Und gerade wenn wir über ein ERP-Projekt sprechen, Enterprise Resource Planning, ein Projekt, was die ganze Firma mindestens anfasst und wenn das Projekt was drauf hat, die halbe Firma auf den Kopf stellt. Das geht ja nicht ohne Ziel. Und wir können das hier mal bei dem nennen, was es ist. Das ist das Mandat. Das ist ein Auftrag. Wenn der Boss keinen Auftrag gibt, gibt es kein ERP-Projekt. Ende der Durchsage. Das Ding kostet riesig viel Kohle. Und damit meine ich jetzt Aufwand, Zeit, Ressourcen, Lizenzen, prim, prim, prim. Sie wissen selber, was alles dranhängt. Ihr könnt ja nicht loslaufen, wenn der Chef dazu nicht gesagt hat, pass auf, ich gebe euch x Euro frei. Also, und die x Euro fallen dann auseinander in die Kosten, in die Zeiten, in. So. Jetzt meine Beobachtung ist, so ähnliche Töne höre ich immer und immer und immer wieder. Ich höre sie immer wieder. Es ist ein Elend. Projektleiter kommen und heulen rum, dass das Projekt nicht geht und machen dann draus, keiner hat mich lieb und die wollen mein Projekt alle nicht, nie. Und ich drehe mich immer um und sage, dann mach eine Principals-Schulung. Und die sagen alle, nein, du hast das falsch verstanden, Olaf, die wollen mein Projekt nicht. Ich sage, ja, mach eine Principals-Schulung. Da kümmern wir uns drum. Jetzt einen ganz kurzen Exkurs zu dem, was ich da auch vorgeschlagen habe als Lösung. Also der erste Teil ist, hin zum Chef und nicht vom Chef ein Ziel holen, sondern mit einem Ziel zum Chef gehen und das absegnen lassen. Der Unterschied ist die Antwort auf die Frage, wer die Arbeit hat. Hallo Chef, gib uns mal ein Ziel aufs ERP-Projekt, schmeißt der einen raus. Na klar, der hat selber genug zu tun.
sondern hingehen und sagen, hier, pass auf, Chef, wir sind jetzt mitten im ERP-Projekt, also wir fangen gerade jetzt an, wir brauchen von dir nochmal eine Unterschrift oder ein Go, ein Kaiser Wilhelm, ein Siegel, auf das, was wir erreicht haben werden wollen, damit wir da absolut in die gleiche Richtung laufen. So, das Ding muss knackig formuliert sein, das muss detailliert formuliert sein. Ich empfehle immer gerade bei größeren Projekten zwei Versionen, und zwar die eine Version, wo die Topics, die Highlights drinstehen, irgendwie so als PowerPoint, die präsentiert man ihm und dann sagt man hier, das. Und dann nebendran noch ein Word-Dokument, wo alles drinsteht, was dieses Projekt beinhaltet. Alles drinsteht. Alles drinsteht, auch die Hässlichkeiten. Da steht drin, wir wissen diesen, das und das noch nicht. Da steht drin, das hier kostet überraschend doch Y Euro mehr, als wir vorher gedacht haben. Da steht die blanke, brutale Wahrheit drin. Das Ding ist die Rüstung. Das ist für mich als Projektmanager das wichtigste Dokument. Wenn ich da zu Anfang reinschreibe, wir brauchen für die Lizenz noch 2 Millionen extra, weil wir die vorher nicht auf dem Zettel hatten. Ich habe es in der Präsentation drin. Da kann mich keiner mehr für auf den Grill legen, wenn ich eine Woche später mit einem Budgetantrag komme und sage, hier, wir brauchen noch 2 Millionen. Ja? Solche Dokumente sind die Rüstung, das Rüstzeug eines jeden guten Projektleiters. Melden macht frei, ist immer dasselbe. Also, Herangehensweise. Diesem Projektteam habe ich empfohlen, dringend einen Projektantrag auszufüllen, also aufzubauen, zu beschreiben, was wird das Projekt am Ende der Laufzeit erreicht haben. Was sind die Ergebnisse, die erreicht worden sind? Ja, das ist der erste Teil. So, jetzt der zweite Teil. Damit holt man sich das Mandat von der obersten Heeresführung, vom Chef, von demjenigen, der das Ding bezahlen muss. Wenn der Chef sagt, nee, hör mal, so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann möchte ich das gerne haben, bevor wir alle loslaufen und alle Pferde wild machen. Und nicht, wenn wir mittendrin sind und der dann um die Ecke kommt und sagt, was machen Sie denn hier? Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Erster Teil. An der Stelle nenne ich es Mandatierung, dass der Projektauftrag das nicht mehr unbedingt Ziel. Jetzt zweiter Teil. Damit reicht's nicht, sondern ich führe, das war meine zweite Empfehlung, ich führe eine Projektorganisation ein. Ich gehe jetzt nicht in die Details, wie Prinz 2 eine Projektorganisation vorschlägt, sondern wir gehen in den Punkt, sondern ich gehe jetzt in den einzigen wichtigen Punkt. Und zwar ist das ein Project Steering Board, so heißt das ganze Ding. Einmal in der Woche gibt es ein Meeting von wo Prinz 2 vorschlägt, derjenige, der das Ding haben will, der das Ding bezahlt, der das Ding macht, die hocken sich zusammen und die kriegen vom Projektmanager ein sauberes Briefing, wo wir jetzt gerade stehen. Der Projektmanager hat jetzt endlich ein Forum, wo Konflikte ausgetragen werden. Also der Chef will, dass das und das schnell geht und die Produktion macht es aus irgendwelchen Gründen nicht. Ist doch mir als Projektmanager egal. Also wenn mir der Produktionsleiter sagt, ich bin Project Manager, und der Produktionsleiter sagt, ja, ist eine super Idee, aber das machen wir nicht. Um, in Klammern, fick dich Blick drauf zu haben, wie wir es gerade im O-Ton gehört haben. Das sage ich, alles klar, schreibe ich das auf. Nächsten Freitag gehe ich ins Project Board damit und sage, hier, pass auf, Projekt an der Stelle fängt es gerade an, orange zu werden. Also da sind wir ampelmäßig nicht mehr auf grün, sondern da fangen wir an, gerade den Faden zu verlieren, weil der Produktionsleiter an der Stelle irgendwie nicht weiter will. Also da bräuchte ich mal eine Idee, wie ich mit dem umgehe. Jetzt sitzt der mit am Tisch. Jetzt kann der was sagen. Jetzt haben wir den Konflikt an der richtigen Stelle. Wenn der Chef aus dem Hemd platzt und sagt, boah, das ist mein wichtigstes Projekt, das muss gehen. Naja, bitte, dann Chef, geh mal darüber. Alternativ hier, Chef, das funktioniert nicht, also der und der hat gerade irgendwie keine Lust. Geben Sie mir mal eine Idee, wie ich mit dem umgehen soll. Sie kennen den ja gut. Jetzt kann der Chef sagen, hier, pass auf, sag ihm mal von mir, schönen Gruß von Harry, ich bezahle die T-Bone Steaks und der soll jetzt seinen Arsch bewegen. So, das schreiben sie sich auf, formulieren das schön und gehen rüber zum Produktionsleiter, Problem erledigt. Ja, keine Emotionen nachher, überhaupt keine Emotionen. Die Diskussion muss an die Stelle, wo sie hingehört, nämlich der es haben will, muss die Diskussion führen. So, warum ist bei Prince 2 jetzt auch noch derjenige drin, der es ausführt? Weil das da ist, der es bezahlt. Nein, weil das der ist, der die Kosten verursacht. Sie haben immer eine Troika, immer so ein Dreiklang drin. Stellen Sie sich diesen Standardfall mit Ihrem Haus vor, und ich hatte es jetzt in den letzten beiden Episoden, glaube ich, schon gebracht. Wenn Sie auf einmal um die Ecke geschossen kommen und sagen, hey, geil, ich finde Marmor viel cooler fürs Badezimmer, dann sagt der es baut, oh, kein Problem, also finde ich schon geil. Und der es dann ausführen muss, sagt, nö, ist auch kein Problem, kostet das Dreifache.
Übrigens kostet dann 100.000 Euro extra, weil wir es aus Carrara einfliegen lassen wollen, das, was ich uns hier gerade gezeigt habe. Ja, so, jetzt haben sie die Diskussion an der richtigen Stelle. Da macht nicht der Architekt. Der Architekt versucht ihnen nicht, das Carrara-Marmor-Badezimmer auszutreiben. Auf die Idee kommt der gar nicht. Der sagt ihnen einfach, geile Idee, finde ich, sieht total cool aus, kostet 100.000 extra. Also plus 50.000 Montage. Genauso wollen sie es auch haben. So, also erster Schritt, es wird ein sauberes Project Steering eingeführt. Das Project Steering beinhaltet alle, also die wenigen, also wenige nominierte Personen, nämlich derjenige, der den Auftrag erteilt hat, also der das haben will, den Chef, der das bezahlt, das ist der Chef, jemand, der die Ausführung macht, das müssen dann halt die exekutiven Truppen sein, und dann eben jemand, der dann hinterher damit arbeiten muss. So, also keine Personalunion ist ganz wichtig, also der Chef muss eine klare Position beziehen. Und da wird dann die Diskussion drin geführt, und zwar jede Woche wieder. Der Projektmanager ist ein Projektmanager für die, die des Englischen nicht ganz nicht so dramatisch mächtig sind oder die den Begriff schon eingedeutscht haben. Manager ist ein Verwalter. Ein PM ist ein Projektverwalter. Das ist nicht ein Projektemotionalisierer, sondern das ist der Typ, der aufschreibt, du hast keine Lust, alles klar, schreibe ich auf. Hier, Project Steering Board, der hat gesagt, er hat keine Lust. Wie gehe ich damit um? Hau dir meine Schnauze, dem werde ich was erzählen, von wegen keine Lust. Ich gehe da selber hin. Okay, fein. Konflikt an der richtigen Stelle. So, ich habe es oft gehabt, dass die Ressourcen keine... Die hatten keinen Bock und kamen mit der Ausrede, sie hätten zu viel zu tun. Woraufhin ich dann gesagt habe, ist alles geil. Dann gib mir doch mal eine Liste von dem, was du gerade zu tun hast. Und dann eskaliere ich das zwei Ebenen weiter oben. Das Wort Eskalation war in der Firma so ein ganz gefährliches Ding. Nein, das kannst du nicht machen. Ich sag, du, ich helfe dir. Also wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann gib mir die drei Dinge oder die fünf Dinge, die du gerade zu tun hast. Ich gehe nach oben und lass irgendwen entscheiden. Und dann hast du halt Zeit dafür. Der kam da nicht mehr raus, weil natürlich keiner gesagt hat, pass auf, ich finde dein Projekt scheiße und ich habe keine Lust, bei dir mitzuarbeiten. Nein, die haben sich alle hinter einer Ausrede versteckt. Die Ausrede sammle ich auf und zerstreue sie. Das ist einfach. Project Steering Board. So, wenn das Project Steering Board etabliert ist, wird in dem Ding regelmäßig und regelmäßig und regelmäßig der Projektfortschritt getrackt. So, jetzt zurück zum zweiten Thema, zum Thema des Ziels. Bei dem bin ich Ihnen noch schuldig. Meine These zum Thema Ziel ist nicht, dass der seinen Vertrag ins Ultimo verlängern wollte. Sondern als die beim Grillen saßen, ich bleib bei meinem Beispiel, hat der Chef gesagt, Alter, diese Produktion, wenn die nicht läuft, brennt die ganze Firma ab, das ist unsere Cashcow, da passiert's. Wenn du das übernimmst, dann sieh zu, Kalle, dass das Ding läuft. Da darf nichts dran wegrutschen, gar nichts. Und Kalle sagt, krieg ich hin. Jetzt kommt dieser ERP-Schnösel um die Ecke und erzählt wilde Sachen. Und Kalle sieht nur so und denkt, oh, ui, ui, ui. Könnte klappen, muss nicht klappen. Ich bin hier incentiviert auf, hier geht nichts schief. Auf einmal, aus meiner Sicht, ist jetzt der Stein komplett rund. Weil jetzt haben sie nicht mehr die Diskussion, ob der stur und doof ist, sondern der hat einen klaren Auftrag, dem folgt der. Und weil er pfiffig ist, sagt er dem keinen, ne? Weil das haben die beim Grillen so ausgemacht. Mit so einer Motivation haben sie jetzt einen Grund für eine Diskussion. Jetzt können sie nämlich im Steering Board die Diskussion führen und sagen, hier, pass auf, ich habe verstanden, wir wollen die Produktion auf keinen Fall beeinträchtigen. Wir müssen das und das und das und das ändern. Erster Einwand, wieso müssen wir das ändern? Naja, weil wir sonst das ERP-Projekt nicht durchkriegen. Hier ist das Mandat, sie wollen das ERP-Projekt haben. Nein. Die meisten haben dann schon ein Einsehen. Dann kommt jetzt können wir strukturiert diskutieren. Jetzt kann der Produktionsleiter sagen, pass auf, ich habe die Befürchtung, dass wenn das schief geht, ihr meine Produktion für drei Tage anhält. Anhaltet heißt das Wort. Jetzt sind wir bei Fallback-Plänen, bei was wäre wenn, bei Tests, bei bla bla bla. All dies. Jetzt ist es auf einmal sachlich geworden. Jetzt sind wir nicht mehr in dieser Heulsusen-Politik-Nummer, sondern jetzt sind wir in, pass auf, ich habe einen kleinen Auftrag, Baby, und du gefährdest gerade meinen Auftrag. Wir machen das nicht. Na, so. Das ist so meine Sicht auf wie werden Projekte geführt und gerade auch, wie gerät man an solche absoluten alltäglichen Fälle, wie geht man damit um? Immer erstmal die Emotionen, soweit es denn geht, zur Seite tun und da dann auch lassen. Gute Projektmanager machen da kein persönliches Mimimi draus, wenn irgendwer nicht kann oder will. Das ist das eine. Das zweite, immer erstmal unterstellen, dass der andere weiß, was er tut. Jetzt sind wir in dem Konflikt,
dass der andere was anderes will als ich, okay, fein. Und jetzt brauche ich ein Plenum, wo ich diesen Konflikt auflösen kann. Ganz einfach. Und auch da wieder, es ist ja immer nett und süß, wenn ein Projektleiter ein Projekt sich zu Herzen nimmt. Das ist ja immer ein bisschen, das ist ja cozy. Nur das muss an der Stelle enden, wo der Projektmanager sein Mandat überschreitet. Es ist nicht das Projekt des Projektmanagers, sondern es ist das Projekt des Auftraggebers. Der Auftrag vom Projektmanager ist, für den Auftraggeber das Projekt zu fahren. Der ist nicht das Projekt. Ja? Deswegen immer wieder Prince Du. Prince Du macht es super, super klar. Es gibt die ganzen Rollen, sind alle definiert. Sehr eindeutig, habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Der Chef will permanent informiert bleiben. Deswegen einmal die Woche Projektmanagement Steering. Da werden die Konflikte hingebracht, da werden die Unklarheiten beseitigt, da wird der Chef informiert gehalten, ganz wichtig, gerade wenn es um Kohle geht und so weiter und so fort. Das ist so meine Herangehensweise und ich fand das eine schöne Audiozuschrift, die ich denke, die das für uns jetzt mal so ein bisschen rund gemacht hat und auf zusammengeführt hat. Genau, so. Das war die Episode für heute. Und wenn Sie mehr über Prince 2 lernen wollen, dann beschaffen Sie sich eine akkurate Schulung dazu. Prince 2, ITIL und Scrum werden auf jeden Fall Themen im diesjährigen Leadership Stars Programm sein. Anmeldung ist noch geöffnet. Ich glaube, Freitag machen wir zu oder Sonntag irgendwie so. Also jetzt in den nächsten Tagen gehen Sie auf leben-führen.de, holen sich einen Interviewtermin mit mir, damit wir entscheiden können, ob das Programm für Sie ist. Und da haben Sie dann genau solche Diskussionen, bei der Sie jetzt zuhören mussten oder konnten oder wollten. Da können Sie Ihre eigene Diskussion einbringen, nämlich in die Leaders Coachings, wo wir einmal die Woche zusammenhocken und genau solche Themen diskutieren. Es geht im Leadership Stars Programm dazu, darum, im Wesentlichen Sie wertvoller in Ihrer Organisation zu machen. Wenn Sie weiter wollen oder wenn Sie hin und wieder mal sich freitags die Mittagspause verlustieren wollen, dann gehen Sie auf leben-führen.de/streaming. Da finden Sie dann die Links zum Streaming und dann können Sie hier live zugucken und mitkommentieren und dann können wir das nächste Mal, wenn ein paar mehr Leute hoffentlich dabei sind, auch mal diskutieren über so ein paar Themen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.